Hä? Ist das schon wieder? Ih, Junge, wenn ich du wäre, würde ich abhauen. Okay. Ach so, lol, ich muss mit ihm reden. Ohne Vertonung und Soundeffekte war dieses Cutscene gerade ziemlich weird. Das war ziemlich weird gerade. Ich meine, niemand hat irgendwas gesagt, du hast keine Geräusche gehört von den Mechaniken, die sich bewegt haben. Es war einfach nur Agentenmusik da. Bist du weird? Ah, hier ist... Ah, oh Gott, das ist die Heldenhöhle. The fuck, Alter. So, was geht ab, ihr beiden? Böses! Alter, schreib mich nicht an. Mir, Jungfrau, Mann und blauer Spube. Ah! Du solltest dich nicht so an Meerjungfrau Mann heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Okay. Tut mir leid, Meerjungfrau Mann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr, ich habe Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut, auf meiner... Ja, ist verstanden. Schon gut, Junge. Spar dir das und sag uns, was du willst. Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine alte hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Ah, eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte. Okay. Ist es? Ist es? Ja, ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten! Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfrau Mann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Auf Gott, Alter. Zum Arzt! Da Gott, Alter. Du wirst blamiert sein, aber nicht enttäuscht. Alles klar, Junge. Okay, wie... Es ist nicht irgendein Schwamm. Es ist der Superschwamm. Er saugt Verbrechen auf. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay, warte mal. Warum kann ich hier unten hin? Als ob hier nichts ist. Zu hübsch. Ich halte nicht. Oh Gott, ich muss. Alle Neune. Zu viel? Jetzt. Gehittet. Nice. Oh Gott. Iso neue Propino. Es geht. Es geht. Es geht. Keine Ahnung, was die zweite Nachricht heißt, Digga, what the fuck. Ha! Nein! Oh Gott, ich lebe noch. Ha! Ach du großer Schinken. Nein! Den habe ich verstanden. Autsch! Du großer Schinken, den habe ich verstanden. Digga, du hast den Witz selber gemacht. Natürlich verstehst du deinen eigenen Witz, das ist auch logisch. So, jetzt kommen gleich wieder die Blitze, nicht wahr? Leute, ich könnte hier einfach rüber. Oh, oh Gott, das war knapp. Der wird mich umbringen. Autsch. Ha? Ich bring dich um? The fuck, okay. Nein! Die scheiß Selbstmordhunde hier! Er darf nichts machen. Wenn er sobald er landet und mich abwirft, habe ich. Ist Game Over. Muss ihm direkt Hits geben. 3 Hits braucht er, ob er weg ist. Oh, eine Bombe. Mann, Abflug. Hab dich. So, was muss ich hier machen? Oh, ich muss dagegen bowlen, ne? Ja. Ah, perfekt.
Ich glaube, da muss ich sogar hin. Ah, nee, warte mal, ich muss jetzt mit dem Roboter reden. Stimmt, ich muss erstmal mit dem Roboter reden hier. Was geht ab? Hä? Hat er ehrlich gesagt, ich muss mit dem Roboter quatschen? Es geht doch nicht egal. Über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach See. Mhm, okay. Warte, ich muss dagegen bowlen, ne? Hä? Hä? Okay, jetzt verstehe ich nicht. Ah, jetzt kommt das hier raus. Okay, okay, okay. Weil erwischt. Nice. Das ist ja eine Hose. Frisch und ein goldener Pfannenwender. Easy, warte mal, ist der Computer gemeint? Nee, ne? Ey, ich musste mit irgendeinem Computer reden. Warte mal, von da hinten bin ich gekommen. Ich bin hier hin, dann bin ich hier oben lang und... Oh, das Level ist schon durch, ne? Ich verstehe das Auto hier vorne nicht. Ich verstehe dieses Auto hier vorne nicht. Streck. Ich verstehe es nicht. Warum kann ich ein Auto herholen? Ich meine, wenn es das unsichtbare Bootmobil wäre von den beiden, dann wäre es ja immer noch da, wenn ich hier gegenrennen würde. Guck mal, dann wäre es ja jetzt immer noch da. Aber hier ist ja nichts. Ich meine, ist ja nur unsichtbar. Ist ja nicht jetzt irgendwie durchrennbar oder sowas. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich kann da hinten noch an den Haken ranspringen, ne? Fragst du, ob ich das machen will? Ich glaube, davon muss ich, ja. Ich glaube, ich muss das ganze Ding drehen, um da reinzukommen, ne? Guck mal, das ist eine Socke von Patrick. Scheiß drauf. Machen wir ganz kurz. Dreh dich. Nochmal drehen. Und nochmal drehen. Perfekt. Jetzt können wir hier rein. Hier wird eingelocht. Noch ein Pfund für Patrick. Als ob ich das jetzt gemacht habe. Ah ne, jetzt muss ich jetzt diese Richtung drehen. Alle Neune. Hey, dreh dich. Was ein bisschen blöd ist, dagegen bowlen muss. Das ist ein bisschen nervig. So, jetzt holen wir uns ganz kurz noch die Unterhose hier vorne. Da ich da voll Lehm habe. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Und nochmal. Perfekt, jetzt können wir easy rüber. Ich frage mich immer noch, was es mit dem Auto auf sich hat. Ich meine, wenn es das unsichtbare Bogenmobil wäre von den beiden, dann müsste es halt da sein, so. Es macht halt keinen Sinn, so. Da muss ich einfach hier eine Arschbombe reinmachen. Nee. Okay, ich verstehe es nicht. Wir gehen einfach. Wir haben es nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was damit machen muss. Ich weiß es einfach nicht. Wir rennen einfach weg hier. Aber irgendwas muss ich doch mit dem Computer machen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht geht es hier noch weiter oder so. Vielleicht ist es hier noch weiter. Wo komme ich hin? Hauptkammer der hellen Höhle betreten. Ah, okay, gut. Vielleicht kommt hier der Computer. Weil er meinte, ich muss irgendwas bei einem Computer machen. Irgendwas, aber ich weiß halt nicht was. Ich denke mal, jetzt müssen wir da sein. Wenn nicht, wäre ein bisschen weird. Ein bisschen doll weird. Aber ich denke mal, es dürften da sein. Die Eldenhöhle. Geheime Festung der faltigen Superhelden. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Okay, ich dachte, er sagt noch was. Okay. Thaddeus, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Und das ist nicht die Art Freude, die man vorne in den Knien, sondern die Art, die man hinten in den Ellbogen spürt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ich freue mich ja eher, was er in der Geheimhöhle von Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube macht. Ich meine, was zur Hölle macht er hier? Das ist so, als wäre Thaddeus einfach bei den Avengers im Hauptquartier drin. Ja, ja, das Rentner-Du hat es mir erzählt. Diese zwei alten Säcke haben mich schon reingeschickt, damit ich mir ihren Heldenhöhlencomputer ansehe. Aber da du jetzt hier bist, lass ich dich das machen. Er ist gleich da vorne. Sieh dich hier um. Ich meine also bitte. Er würde es sie umbringen, hier ein paar Teppiche auszulegen und dieser ganze vergeudete Platz. Wir haben diese zwei alten Heimis das hingekriegt. Ach, das ist einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den grabenden Bermuda-Monstern überfallen und die... Schon gut. Die haben eine richtige Lore hier hinten. So, nehmen wir kurz mit. Oh Gott, ich muss Patrick hier spielen. Das ist eine Patrick-Aufgabe hier vorne. Hier ist auch wieder ein Patrick-Ding.
Das ist ein Patrick-Ding. Chat, ich muss mit Patrick herkommen. So. Easy, würde ich sagen. Wir müssen jetzt einfach nur hier rüber, oder? Checkpoint. Nice. Ha. Yes. Geschenke öffnen ist klasse. Was für Geschenke? Das sind doch keine Geschenke. So, jetzt muss ich hier hin. Direkt. Ah, lol, ich hab das Ding jetzt hier runtergeholt. Lol, okay. Oh Gott, wo kommst du denn her? Jouch. Oh nein. Oh, wie funkelnd. Shit, ich muss hinterher. Nochmal ein Hit geben, damit er keine Gegner rufen kann. Jetzt nochmal ein Hit geben, dann ist er weg. Nice. Nimm das. Komischer Gegner-Typ. Oh, Leute, kommt hier was runter. So, wir sind ja drauf. Jetzt geht's ja ab nach oben. Okay, jetzt sehe ich schon den ersten Gegner dort. Okay, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Da ist der Gegner. Autsch. Nice Brett, Bruder. Erwischt. So, jetzt muss ich ganz kurz hier vorne hin. Nice. Was? Rechter Vorsprung irgendwie deaktiviert? Ich habe keine Ahnung, was ich aktiviert habe. Warte mal, muss ich es hier noch machen? Shit, ich muss ja auch noch mal hin. Nein, ich schaff's nicht. Habe ich gerade noch einen Checkpoint aktiviert in der letzten Sekunde? Ich glaube, ich habe in der letzten Sekunde noch einen Checkpoint aktiviert. Kann das sein? Oh Mann, Alter. Junge, wie spiele ich dieses Spiel? Es macht keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ey, ich spiele das Spiel komplett falsch gefühlt. So, alles, was man anders machen kann, mache ich anders. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Leute, ich bin direkt hier, oder? Nach Sieg. Wie viel Weg habe ich jetzt abgekürzt eigentlich? Da oben ist der Computer. Ich habe keine Ahnung. Klopp mal ganz kurz die Gegend. Mach mal ein anderes Ding. Du bist mein Held. Okay, das ist creepy. Hey, du bist gelb. Seit wann das denn? Oh, oh Gott, Alter. Warte mal, hier muss ich gegenwerfen mit Patrick. Warte mal, ich muss Patrick holen. Ich brauche seinen fetten Arsch, ob er mir helfen kann. Warum immer dieser Bus gerade herkam und wo er hingefahren ist, ich weiß es nicht. Ich habe einen Job für jemanden, der Sachen werfen kann. Liebe Patrick. Überlass das nur uns. Ich kann gut Sachen werfen. Was heißt uns? Bist du schizophren? Ihr müsst lediglich je eine Wurffrucht aufnehmen und in die verschiedenen Abfüllmaschinen werfen. Die Fruchtwürfe früchten? Nein, die Wurffrucht werfen. Den Früchtwurf werfen? Und am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu, hochzugehen. Ich meine, sie neigen dazu, hochzugehen. Okay, danke. Dass du irgendeinem Typen aber eine Bombe in die Hand drückst, Alter, damit er irgendwas abwirft. Oh Gott! Was? Fuck, Alter! Oh shit! The fuck, wer hat sich das hier ausgedacht? Okay, das ist das Einfachste, glaube ich, was man machen kann. Ja. Ah! Du Arschloch! Du Arsch, Alter! Du Arsch, ey. Da kaufen wir ganz kurz das Ding hier hinten frei. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Ah, jetzt habe ich hier was freigeschaltet. Jetzt auf. Ah, hier schaltet man was frei. Ah, ja. So. Scheiße. Her damit. Ich glaube, da oben ist irgendwas. Ey, dich kenne ich doch. Du bist doch dieser Typ. Du bist doch dieser Typ! Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppler-Modulator zu aktivieren. Okay. Kriegst du das hin? Klar! Ich kann von hier oben Thaddäus' Haus sehen. Und der hat gar keine Hose an. Halt, er trägt ja nie Hosen. Jetzt hör zu, dort sind 8 Zylinder. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Hast du alle 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Entschuldigung, wie war das?
Ich habe Thaddäus beobachtet. Fang einfach an, diese Zylinder umzudrehen. Okay, kann ich nochmal irgendwie wieder runtergehen? Ich würde nur gerne nochmal runtergehen. Oh. Es geht ab. Oh Gott, ich will sterben. Autsch! Autsch! Na! Ouch. Nein! Nein! Oh Gott, ja, ich hab's geschafft. Es war anstrengend, aber ich hab's geschafft. Kommt, das ist doch bestimmt das Einfachste dann. Na! Yes! Ja, das ist das Einfachste gewesen bis jetzt. Warte mal, muss ich denn jetzt mal was gegenwerfen? Ist es wieder rot? Nein, es ist immer noch grün, perfekt. Ah, oh, shit, dann wollen wir mal wieder, ne? Patrick hält sich auch nur noch. Oh, shit, here we go again. Oh, lol. Jetzt auf einmal schießt das Ding nur von einer Seite. Ah, ja. Ah, ja, Spiel. Ah, ja. Ich bin fertig. Ihr habt es geschafft! Jetzt kann ich etwas schlafen. Ah, das ist der goldene Pfannenwender. Ja, Mann. Oh, Junge, Junge, Junge! Freund, das ist einfach nur so ein Nebenlevel, was ich hier gerade mache. Ich könnte dieses Level eigentlich komplett skippen, so gefühlt. Ich bin einfach in irgendeinem Haus rein, ich bin einfach ins Altersheim gegangen. Alter, das kann ich die ganze Nebenmission hier machen. So ein ganzes Nebenlevel. Ich weiß nicht, ob das... Ach, keine Ahnung, egal. Ich klopfe einfach mal hier gegen. 1 von 4 aktiviert. Ich habe 4 Stück anscheinend nicht mitgekriegt, okay. Achso, alle zum zurückgesetzt. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Mal kurz sehen. Muss Knopf drücken, kann nicht aufhören. Warte mal, wenn ich einen hitte, drehen sich 3 Stück um. Warte mal. Jedes Mal, wenn ich einen hitte, drehen sich 3 um. Ja, immer jedes Mal so, guck mal, sobald ich einen hitte, drehen sich 3 Stück um. Aber wie drehe ich denn die bitteschön alle? Ich meine, wenn ich 9 Stück hätte zum Drehen, wäre das ja easy. Aber ich habe ja mehr als 9 zum Drehen. Ich habe ja mehrere zu drehen. Ich habe ja hier. Weg da, so. Guck mal, jetzt fehlt mir nur noch schon wieder nur ein einziges Ding. Ich muss ein einziges Teil irgendwie umdrehen hier. Wie viel habe ich an? Ich habe 3. Nochmal 3. Und dann nochmal 2. Ich muss jetzt noch 2 Stück umdrehen. Oder? Ja, 2 Stück muss ich umdrehen. Warte mal, ich könnte doch einfach... Warte mal, mal kurz sehen hier. Shit, warte mal, nochmal, warte mal. So. So, wenn ich jetzt diese Dinger hier hätte, sind die 3 richtig. Boah, Gott, Alter, es ist kopflos gerade. Warte mal. Ich find's blöd, dass du immer wieder aufsammeln musst, die Scheiße. Da kann ich einfach gegen boxen. Warte mal. Nö, kann ich nicht. Okay, ich habe jetzt so viele verkehrt rum. Ah, okay, ich nehme keinen Schaden. Warte mal, ich habe jetzt 4 Stück verkehrt rum. Ich muss jetzt irgendwie drehen, warte mal. Leute, da ist auch noch eine verkehrt rum. So, warte mal, jetzt habe ich...
Jetzt sieht es so aus. Warte mal, wenn ich den dagegen werfe, sind sie richtig rum, aber der nicht. Es ist wieder nur einer verkehrt. Es ist wahrscheinlich ziemlich einfach, das Rätsel, aber ich häng gerade irgendwie fest am Kopf, warte mal. Es kann doch nicht so schwer sein, es ist ein Kinderspiel, es kann nicht schwer sein. Guck mal, ich habe jetzt eine Sache gehittet. Eine Sache ist gehittet. Werfen wir mal. Werfen wir mal dagegen. Guck mal, das Ding hat sich jetzt umgedreht. Jetzt werfen wir nochmal hier gegen. Ah, nee. Guck mal, jetzt habe ich. Jetzt hätte ich zwar drei Stück hier, aber ich habe immer noch wieder zwei auf dieser Seite, die sich nicht richtig gedreht haben. Jetzt ist schon wieder vier, die noch drehen muss. Warte, wenn ich den hätte. Und dann. Die ich hier treffe. Yes. Alter, mein Gehirn. Alter. Ich habe nicht damit geredet, dass ich heute arbeiten muss. Okay, warte mal. Es fehlt halt legit noch dieses eine Ding jetzt. Es fehlt nur dieses eine Teil gerade. Gehirn, Alter, wie zur Hölle. Ich hatte erstens zwei. Danach habe ich die so oft gedreht, dass ich jetzt nur noch einen habe. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Gehen wir das Ding hier, genau so. Wenn wir hier gehen. Jetzt ist wieder zwei Sachen, die ich drehen muss. Ich könnte das Ding hier gegen werfen. Juhu, los geht's! Es muss irgendwie gehen. Es muss irgendwie gehen. Ich weiß nicht wie. Oh Mann. Ey, das ist ein Kinderspiel, ne? Die Lösung ist wahrscheinlich so banal. Ich glaube, ich hab es. Ich hab's irgendwie geschafft, glaube ich. Ich muss jetzt einfach noch die Mitte treffen, dann war's das. Ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe. Das war nichts weiter als Try and Error gerade. Ich hab's probiert, hat nicht funktioniert, aber ich hab's mal probiert. Gut gemacht. Keine Ahnung. Jetzt haben wir genug Energie. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Dein Ernst? Hier, nimm diesen goldenen Pfandbänder. Alter, ich saß sogar locker 10 Minuten. Das ist die Belohnung? Okay, dankeschön. Ja, okay, lass uns runterrutschen hier. Let's go. Wow! Warum sind hier so viele scheiß roten Dinger? Das war nicht so nice. Hab ich's gekriegt? Nee, ne? Ich hab meine Socke nicht gekriegt da oben. Shit. Wir gehen mal hier vorne hin. Ja, warte mal, hier bin ich mit Patrick gewesen. Hier habe ich das mit Patrick abgeschlossen. Ich muss irgendwie dahin. Ja, ich muss hier vorne einfach nur hin. Einfach nur hier hin. Und dann hier rüber. Okay, easy. Nein! Was ist soll das passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mir nicht sicher, was, aber irgendwas stimmt hier, glaube ich, nicht. Irgendwas
Irgendwas stimmt hier nicht. Kann ich vom Rand springen? Patrick steht einfach am Abgrund seines Lebens, Junge. Ich komme rein und sehe das. Ja, Finn. Sehr Quality Content hier. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich hier, Alter? Warum lade ich nicht einfach einen Checkpoint? Warum sterbe ich nicht einfach? Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Warum lade ich nicht einfach einen Checkpoint? Kaiwi. Wie kann ich den Checkpoint laden? Option. Spiel LAN, ja. Bitte lass mich einen Checkpoint haben, bitte lass mich einen Checkpoint haben, bitte lass mich einen Checkpoint haben, bitte Checkpoint, bitte Checkpoint, Digga. Oh Mann, Alter, komm schon, gönn, Checkpoint. Lass mich jetzt nicht alles nochmal von vorne machen. Ich bin so ein Gangster, hab mit 11 Star Wars geschaut, alles klar. Oh Gott, ich bin da gelandet, wo ich erst runtergefallen bin, top. Oh Gott, nochmal Glück gehabt. Muss nicht nochmal alles von vorne machen. Aber wie random war das? Kann man das eigentlich nochmal machen? Warte, mach ich mir einfach nur hier? Und dann nach vorne. Jetzt auf einmal sterbe ich. Ah ja. Jetzt auf einmal bin ich tot. Ah ja, Spiel. Ah ja. Auf einmal. Aber als ich unten war, war ich nicht tot. Ah, okay, Spiel. Ich verstehe schon. Du hast meinen Rhythmus unterbrochen. Jetzt werde ich dir etwas brechen. Jetzt werde ich deinen Rücken brechen. Oh Gott, Patrick. Ah. Yeah, geschafft, easy. Weg mit dir. So, kurz Charakter wechseln. Oh, SpongeBob. It's me, ja, SpongeBob. So, wir gehen mal hier hoch, ganz schnell. Es geht. Warte mal, komm ich hoch? Oh Gott, ich komme hier gar nicht hoch, ne? Hier fehlt irgendwas. Ich komme noch gar nicht hoch, okay. Es glänzt. Ich glaube, ich sollte hier noch gar nicht sein. Wir gehen mal weg hier. Irgendwo muss ich noch einen Schalter aktivieren. War nicht hier vorne sogar? Nein, die haben die aktiviert gehabt. Stimmt, die muss man zurück zur anderen Fläche, weil ich da nichts aktiviert habe, glaube ich. So war das, ne? Ja, ich muss nochmal nach oben, genau. Geschenke öffnen ist klasse. Als ob du mich gehittet hast. Was du für eine Reichweite? Also ich muss sagen, ich finde die Synchronstimme von Patrick auch nicht so nice. Ich fand die damalige tausendmal besser. Die ganz, ganz alte Synchronsprecherstimme. Die fand ich viel besser. Was kommt heute alles? Ach man, immer dieselben Fragen. Das hier, Just Chatting und Call of Duty kommt heute. Komm hin da! Hey! Oh Leute, muss gehen bullen. Alle Neune! Ja, die waren rausgekommen. Jetzt schaffe ich das. Hab's geschafft, perfekt. Was ist deine Lieblingsfolge in SpongeBob? Ich habe mehrere. Aber ich fand die SpongeBob-Folge mega geil, wo die gegeneinander gekämpft haben. SpongeBob und Patrick. Mit den Olympischen Spielen. Das war genial. Oder, wie ist diese Folge? Ich weiß gar nicht, wie die Folge heißt, damit aber... Damit ich wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem bekomme, musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Okay, Sandy. Oder die Folge... Oh Gott, wie hieß die? Ich weiß nicht, wie die heißt, wo Thaddäus den Leuten Musik beigebracht hat, wo sie dann im Stadion gespielt haben. Der Lied Sweet Victory. Mega gute Folge. Man hätte bei 3 Staffeln und einem Film bleiben können. Nee. Finde ich nicht. Der erste ist gleich hier. Die Schalter drücken. Verstanden. Wenn du sie alle gedrückt hast, musst du hierhin zurückkommen und den Hauptabschaltknopf drücken. Dann bekommst du eine Belohnung. Hierhin zurückkommen. Alles klar. Hörst du mir überhaupt zu? Zuhören. Alles klar. Ach, scheiße, Mann, Alter. Meine Lieblingsfolge ist, wo SpongeBob und Thaddäus die Pizza liefern. Na, Kostkrabbe Pizza ist die Pizza schön knusprig. Naja, ich kenne die Folge. Ich mag die auch. Die war echt gut. Ich weiß nur nicht, wo wir die ganzen Computer waren. Kann ich jetzt hier hinten einfach gehen? Komme ich hier hin? Oh
Gott, ich muss, glaube ich, hier hin. Da muss ich die ganzen Dinger finden und da muss ich wieder herkommen, ne? Ich glaube, so war das. Oh, Mann. Die erste Staffel ist auch die beste Staffel. Ich weiß nicht, ich kann SpongeBob nicht nach Staffeln Harry, unterteilen. Wie ich sehe, bist du in die tiefsten Tiefen der Heldenhöhle vorgedrungen. Also ich habe SpongeBob damals immer nur im Fernsehen geguckt. Ich kann nicht sagen, welche Folge in welcher Staffel war. Kann ich nicht. Ich weiß es auch einfach nicht. Ach, du hast den Aufzug genommen. Tja, wie komme ich in diesem Raum nach oben? Mau. Du hast recht. Ich wette, diese Tunnel führen mich nach oben. Gute Idee, Gary. Mau. Aber es gibt so gute SpongeBob-Folgen, ne? Also ich bin schon ein bisschen froh, dass sie nicht einfach aufgehört haben. Aber manche Folgen sind halt auch noch... Also manche von den neuen Folgen sind halt auch noch echt gut, also... Ich würde dann echt mal wieder reingucken, irgendwann mal. Ha! Erwischt. Nice. Flug so. Easy. Ich glaube, ich muss hier entlang, ne? Ja, ich muss hier entlang. Meine Lieblingsfolge... Bunte Burger, magische Miesmuschel, Hackfleisch, Hassenherz, Hacker, Manta Rochen, SpongeBob und Patrick Sweet Victory. Ja. Finde ich auch ganz gut. Okay, brauchst du ja gar nicht aufpassen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Einfach rüberspringen, okay. Oh Gott, da muss ich eine Arschbombe drauf machen, ne? Easy, Boys. Easy. Zack. Ah. Ah! Autsch. Frisch easy. Wie eine Frühlingsbrise. Bester Spruch in SpongeBob Krakatauer. Ah, okay. Okay. Wahoo! Wahoo! Easy. Warte mal, stimmt. Oh, ich muss auch auf 9000 sparen. Ich gebe immer den Scheiß für irgendwas aus. Ich muss eigentlich mal bis der Krabs mal ein bisschen was kaufen. Oh Gott. Ich glaube, er braucht keine helfende Hand. Ah! Ich hab verstanden. Oh, shit. Beste Folgen der neuen Staffeln, der allerschönste Tag, Wikinger-Folge. Ja, mit Wikinger war auch gut. Mein Name ist Olaf. Er heißt Olaf. Ja. Sein Name ist Olaf. Und dein Name ist, lass mich raten, genau, Günther. Mega gute Folge. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Es gibt halt so gute SpongeBob-Folgen, ne? Ich bin ehrlich gesagt echt froh, dass sie nicht aufgehört haben, dass sie immer noch ein bisschen weitermachen. Ich meine, es sind nicht alle Folgen gut, aber es verlangt ja auch niemand. Es gibt halt immer in irgendeiner Serie schlechte Folgen, ist halt einfach so. Hier ist YouTube. Hi, kann dir sagen, eine Stelle, der vielleicht zum Kotzen... Keine Ahnung. Also ich bin bis jetzt ganz gut durchgekommen. Das Schwerste war bis jetzt das Elektro-Ding. Wie schrecklich! Also bis jetzt war das Schlimmste, was ich hatte, dieses komische Elektro-Ding mit Patrick. Das war Kopfzerbrechen pur, aber ich hab's geschafft. Ach lol, du haust gar nicht ab! Ich dachte, du machst wieder deine Kumpels, haust erstmal ab so ein bisschen, okay? Hab dich. Damit, dankeschön. Oh, ich könnte mir natürlich schon wieder diese Lootbox hier holen, ne? Ich könnte... Oh, boah, lol. Da oben. Ein Gonderfallwende, einfach so. Das Spiel gönnt. Jetzt haben wir schon 37. Schon 37. Wo komme ich hier hin? Rollballbereich. Oh, Mann. Dieses Level ist so riesig. Es ist viel zu groß, dieses Level. Warum ist es so groß? Wir gönnen einfach mal ganz kurz hier. Ja. Achso, okay, jetzt komme ich hier hin. Oh nein, was habe ich mir jetzt angetan? Oh nein, was habe ich mir jetzt schon wieder angetan? Oh Gott. Oh nein! Ah! Na, scheiße. Immer kurz Selbstmord. Wuhu! Ach du Scheiße, was habe ich mir jetzt schon wieder angetan? Tatsächlich ein bisschen Spruch, wie muss man, was jede elfminütige Sequenz meines Lebens in einen Akt der Verzweiflung verhalten? Ganz ehrlich, bei Thaddäus war immer noch das Beste mit seinem Grab. Hier liegen die Träume, hier liegen, was war das? Hier liegen die Wünsche und Träume von Thaddäus. Einfach mega geil. So. Ich weiß nicht, warum ich das mache oder was ich als Belohnung bekomme, wenn ich das gemacht habe, aber wir machen es auf jeden Fall. Oh Gott. Oh Gott! Junge!
In welchem Universum? Ich komm hier! Ah! Ouch. Nein! Ouch. Jo, ich komme nicht weg, das ist unfair! Ouch. Nein! Oh Gott! Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Als ob ich das jetzt alles nur wegen der Socke gemacht habe. Als ob ich mir jetzt hier so einen abgeschwitzt habe wegen einer Socke. Oh Mann, Alter. Wir gehen einfach weiter. Ey, ich habe mir so einen abgeschwitzt gerade wegen einer Socke, Junge. Bitte schau dir später die Szenen an, wo Patrick und SpongeBob versuchen, Mantarochen gut zu machen. Ich kenne die Folge. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Überprüfen? Was passiert jetzt? Bitte warten. Fehlende Daten werden... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Spiel, was tust du mir an? Okay, ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Für die Leute auf YouTube, ich mache mir kurz einen Cut rein, ne? Für den Stream, es geht weiter. Shit, das kann ein bisschen dauern.